Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir in meiner Swift-Tutorial-Reihe. Heute möchte ich mit euch einen Temperaturumrechner programmieren und ich habe die App durchaus ein bisschen komplexer gestaltet. Es ist also nicht ganz so einfach, aber es ist jetzt auch nicht so wahnsinnig komplex, dass man jetzt hier sich fürchten müsste, ne? Dennoch habe ich mir gedacht, dass ich hier dieses Tutorial auf einige wenige Tutorials hier aufteile. Heute im ersten Teil programmieren wir einfach nur die Benutzeroberfläche, das User Interface. Und ja, was soll dieser Temperaturumrechner bewirken? Ganz einfach, wenn ich einen Celsius-Wert habe, möchte ich erreichen, dass ich diesen Celsius-Wert in Fahrenheit angezeigt bekomme und in Kelvin. Und wenn ich einen Kelvin-Wert eingebe, dann soll halt die Entsprechung in Celsius und Fahrenheit angezeigt werden. Und ja, wenn ich einen Fahrenheit-Wert habe, dann natürlich auch analog dazu sollen Celsius und Kelvin angegeben werden, ne? Also verbreitet ist natürlich Celsius weltweit. Allerdings in den USA, auf den Bahamas, den Kaimaninseln, wird noch der Fahrenheit-Wert benutzt, beziehungsweise die Fahrenheit-Temperaturskala. Kelvin ist eine Temperaturskala, die für wissenschaftliche Berechnungen geeignet ist. Und ja, 0 Grad Kelvin entsprechen minus 273,15 Grad Celsius. Das ist also der absolute Nullpunkt. Noch kälter geht's nicht. Also das nur so als Einstieg. Und ja, jetzt legen wir einfach los mit unserer App. Wir wählen hier Single View Application aus auf Next und dann Temperaturumrechner. Das hier stimmt, Language Swift, klar, auf Next. Und hier habe ich ja extra einen Ordner für euch angelegt. Eine Übung macht den Meister, heißt es. Also Meister, hier sieht man nur drei Pünktchen, aber gut, das ist hier, ne? Das soll uns hier dazu anhalten, hier weiterzumachen und tatsächlich Meisterschaft zu erreichen irgendwann mal, ne? Okay. Ich möchte die App auch grafisch ein bisschen gestalten, ne? Also jetzt nicht so, dass ich jetzt hier so einen Designpreis dafür abzocken kann, ne? Oder absahnen kann, sondern dass es halbwegs gut aussieht, ne? Dafür ziehe ich so ein Bild hier rein und zwar Thermometer, genau, und das ist auch alles hier an Bildern. Ich gehe jetzt hier in den Main Storyboard. Mal schauen hier, dass ich ein Image View finde. Seht ihr, ohne lange Suche eins gefunden. So, das breite ich hier über den gesamten View hier aus. Bei Auto Resizing alle Balken hier angewählt und dann sorge ich dafür, dass hier sich diese Image View auch an das Display anpasst. Und was wäre ein Image View ohne Image? Also Thermometer und Content Mode wähle ich hier Scale to Fill, sondern Aspect Fit. Da ich irgendwie so eine kleine Aversion habe gegen weiße Flächen, wähle ich hier nochmal View aus. Und wähle hier einen Background aus. Den können wir hier mal dunkler auswählen. So, haben wir das. Als nächstes ziehe ich hier Textfelder rein, Textfields. Und so. Als Placeholder Celsius. Ja, dann bei, wo habe ich das hier?
Keyboard Type. Ja, ich möchte ja, dass der User Zahlen eingibt und nicht Buchstaben. Deswegen wähle ich hier bei Keyboard Type Decimal Pad aus. Und hier dupliziere ich das nochmal. So, und hier verändere ich die Placeholder einmal in Fahrenheit. Und einmal in Kelvin. Dann brauche ich noch einen Button. So. Und hier berechne. Zack, zack. Was ich noch mache, ist die Button Farben ändern hier. Einmal die Textfarbe auf weiß und dann Background auf schwarz. Ja, Apple legt ja Wert darauf, dass die Apps auch optisch gut aussehen. Und ja, ich finde das ganz gut, dass Apple höhere Ansprüche stellt. Kommt uns Usern ja allen zugute. So, Label. Was wäre denn schon eine App ohne Label? Ne? So, Label, Textfarbe setze ich auf weiß. Und die Ausrichtung auf rechts hier. Und hier kommt rein Grad Celsius. Das hier nochmal dupliziert. So. Fahrenheit. Und jetzt macht nicht den Fehler, dass ihr hier bei Kelvin dieses Gradzeichen, diesen kleinen hochgestellten Kreis mit übernehmt, denn das hier ist nur bei Celsius und Fahrenheit, das gehört nur da zum Einheitenzeichen, bei Kelvin ist, hey, was war das denn? Upsa. Hier ist schon, okay, gerade einer Katastrophe entronnen hier, ne? Ja, okay, nee, also, ja, das hochgestellte, der hochgestellte Kreis gehört nicht zum Einheitenzeichen bei Kelvin und das Einheitenzeichen für Kelvin ist einfach nur ein K. So, dann haben wir das hier. Gut, als nächstes die Outlets. Dafür gehe ich in den Assistant Editor und klicke hier den Navigator erstmal weg, weil er stört. Das Outlet für Celsius Text Field hier für Fahrenheit. Und für Kelvin. Also Kelvin wird tatsächlich mit K geschrieben, auch im Englischen, ne? Nur damit ihr Bescheid wisst. Und ein Outlet erstmal für den Button. Out-Button. Und dann noch eine Action Connection. Hier Action. Das nenne ich dann auch mal Action. Mir gefällt das Wort so gut. Okay. Mal das hier. So. Im Grunde genommen ist die Benutzeroberfläche erstmal fertig. Was ich noch machen möchte ist, ja, ich möchte, ja, worum geht es denn hier? Ich möchte hier, dass
hier der User einen Wert eingibt, wahlweise für Celsius, Fahrenheit oder Kelvin, dann auf den Button klickt, ne, auf dem Berechnen steht. Und ja, dann sollen die übrigen Werte halt berechnet und angezeigt werden. Dann ist es allerdings so, dass auch der Titel des Buttons etwas anderes aussagen soll, denn wenn ich berechnet habe, dann brauche ich ja nicht mehr berechnen anzuzeigen. Und in diesem Sinne möchte ich auch den Button-Titel verändern. Zunächst einmal lege ich eine Variable hier an, eine boolsche, hasConverted. So, bool ist gleich false. Und hier if nicht hasConverted. Dann wird hasConverted erstmal auf true gesetzt, damit ich das hier nicht vergesse, direkt am Anfang. Dann else hasConverted ist gleich false. So. Und hier setze ich dann einen neuen Button-Titel. OutButton.setTitle. Und aus diesem Grunde habe ich ja auch hier ein Outlet für den Button angelegt. SetTitle soll dann heißen neu for control state normal. Das kopiere ich und setze es hier rein. Button SetTitle berechne. So. Und was das bewirkt, das schauen wir uns jetzt mal an. Allerdings nehme ich hier als Simulator den iPhone 7 Simulator. Ja, da ist er schon, ne? Okay, also bisher haben wir hier keine Berechnungen hier programmiert, und sondern hier nur den Button. Wenn ich jetzt draufklicke, ne, neu, das heißt also, sag mal, also der User gibt hier Zahlen ein, dann klicke ich auf Berechne und die Temperaturen in allen Temperaturskalen, die hier aufgeführt sind, werden dann angezeigt, und wenn ich dann halt hier eine neue Eingabe tätigen möchte, dann klicke ich auf Neu und gebe dann hier die Zahlen ein und dann wieder auf Berechnen. Ne? So ist das hier gedacht, und dafür habe ich eben diese boolsche Variable hier angelegt, also hasConverted ist gleich false, das ist von Anfang an, also bisher ist noch nichts konvertiert worden, und wenn der User den Button berechnen klickt, dann wurde hier konvertiert, und ich setze dann halt den Button-Titel anders, und in diesem Falle bezeichne ich den Titel mit neu. Okay, das hier als Einstieg hier für unsere App, also das Graphical User Interface haben wir schon programmiert, prima, und im zweiten Video geht es dann halt weiter, da führen wir halt die Berechnungen, die Umrechnungen von Celsius in Fahrenheit aus und so weiter und so fort. Aber das soll es erstmal gewesen sein. Ich möchte die Videos künftig nicht ganz so lange machen. Ne? Ich finde, es ist wirklich sehr einfacher, wenn man so Informationen und Lerninhalte, gerade wenn sie neu sind, auch in kleineren Dosen und Dosierungen hier zu sich nimmt. Ne, so kann man das auch schneller verarbeiten. Und ja, ich hoffe auch, dadurch kann man auch das Lernpensum ein bisschen forcieren. Ne? Aber über allem steht natürlich, dass ihr Spaß habt an der Swift-Programmierung. Mir macht es immer wieder Spaß. Ich kann es nur betonen, hier solche Videos für euch zu drehen. Ne? Auch wenn
ich das hier nur zwischen Tür und Angel manchmal mache. Ne? Ich schaue auf die Uhr und dann, wenn ich sehe, yay, 20 Minuten Zeit, dann versuche ich das hier nochmal hier zu machen hier und ein Video zu drehen hier beziehungsweise aufzunehmen. Okay, also falls euch das hier gefallen hat, ein Daumen hoch. Das ist eine positive Rückmeldung, über die ich mich sehr freuen würde. Und ja, um auf dem Laufenden zu bleiben, abonniert meinen Kanal. Ne? Und ich freue mich dann, ja, dass wir uns wiedersehen, hoffentlich, ne, im nächsten Video. Tschüss dann.